Neuwahlen fordert Wolfgang Grupp. Er entmachtet Lindner. Was will der denn noch mit seinen 1%? Wichtig ist er nicht mehr. Und könnte sich vorstellen, dass Robert Habeck als Näher bei ihm anfängt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politik im Fokus. Mein Name ist Philipp. Los geht's. Ich möchte mal so sagen, die Regierung, ob 20 von 100 oder 5 von 100 oder 0, ich sag mal, die Regierung muss weg. Und ich. Wolfgang Grupp war in einer Talkshow mit Family, also mit Frau und beiden Kindern, eingeladen. Erst wurde ein bisschen über Privates, dann über die Übernahme der Kinder von Trigema geredet. Und dann kam das Thema Ampelregierung und Politik auf den Tisch. Erst wurde Wolfgang Junior danach befragt, wie er die Ampelregierung bzw. Herr Scholz auf einer Skala von 0 bis 100 einkategorieren würde. Und danach hat Wolfgang Senior einen vom Besten gegeben. Und das war wirklich sehr, sehr sehenswert, Leute. Ich möchte auch gar nicht zu viel erzählen. Schaut es euch selber an. Wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich. Der Vater war immer auch ein politischer Unternehmer, hat sich eingemischt, hat den Politikern schon im Fernsehen und wo er ging und stand, klare Kante gesagt. Wie ist Ihr Gefühl sozusagen? Sie sind ja noch dabei, sich in die Rolle reinzufinden, aber werden Sie da in die Fußstapfen des Vaters treten? Werden Sie unbequem sein? Ja, dann geben Sie uns doch mal ein Gefühl, Olaf Scholz, ich sag mal so auf der Skala von 0 bis 100. 100 ist, ja, ist very strong und 0 ist 0. Ja, also ich, wenn ich jetzt sagen muss, ich müsste das werten mit der jetzigen Regierung, glaube ich, bin ich definitiv unter 20. Ja, also da fühlt man sich nicht wohl, man fühlt sich nicht sicher, das Vertrauen nicht, ist nicht da. Ähm, 20 von 100, gehen Sie da mit, oder? Ich habe Sie akustisch nicht. 20 von 100 für Olaf Scholz, sagt der Sohn. Ich möchte mal so sagen, die Regierung, ob 20 von 100 oder 5 von 100 oder 0, ich sag mal, die Regierung muss weg. Und ich. Ja. Ich sag mal. Und ich verstehe den Herrn Dr. Lindner nicht. Ja. Ich sag mal, die FDP hat jetzt 1%, wenn sie es überhaupt noch hat. Alle Wähler sind abgesprungen. Wenn er nicht den Mut hat, diese Regierung, die keiner will, aufzulösen, indem man sagt, ich mache nicht mehr mit, dann gibt es Neuwahlen und dann kriegt die FDP wieder Stimmen. Wenn wir aber Sesselkleber haben, ich sag mal, die im Prinzip nicht den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu schauen, dann tut's mir leid und dann können wir uns beschweren, wie wir wollen. Ich sag mal, wenn die alle nur festhalten, weil sie an ihrem Stuhl festhalten wollen, dann wird die Regierung sicher, dass dann gibt's die Unruhen und dann gibt's die Protestwähler. Wir brauchen wieder Politiker, die auch den Mut haben, einer Unmöglichkeit Nein zu sagen und was anderes zu machen. Und deshalb muss die Regierung weg, neu gewählt werden. Neu gewählt. Und ich hab richtig verstanden, die kleben zu sehr an den Sesseln. Auch Christian Lindner, der war gestern hier, er sagte, er klebt nicht an dem Sessel. Sie würden ihm aber raten, raus aus der Nummer. Sofort. Moment, die Nummer ist ja gar nicht mehr da. Er hat 1%, die FDP. Wissen Sie, und ich sag mal, wenn ich sage, ich würde mit 1%, würde man in meiner Firma, hätte man zugestimmt, dass ich noch in der Geschäftsführung bin. Ja gut, dann wäre das doch eine Blamage für mich gewesen. Ja. Ich sag mal, und das ist das, die Leute müssen, der Lindner, ich weiß gar nicht, wo der denkt oder was ist, mit 1% kann man doch nicht sagen, ich bin wichtig. Also ich sag mal, die Welt ist so verrückt geworden, dass wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen und der Dr. Lindner hat die Chance, theoretisch die FDP-Wähler wieder zurückzukriegen, indem er den Mut hat, auch das, was des Volkes Willen ist, zu befolgen und zu sagen, wir wählen neu. Robert Habeck, ich biete Ihnen einfach mal ein paar an. Sie sind für Personal zuständig, aber könnten Sie damit was anfangen? Im Management Ihrer Firma würden Sie einen davon gerne nehmen, Herr Grupp? Ob ich ihn gerne nehme oder nicht, aber wenn sich Habeck bei mir bewerben würde, gebe ich ihm eine Chance und wenn er nichts ist, hat er die Chance vertagt. Verstehen Sie, ich sage mal, er muss halt zeigen, dass er was ist. Wir können aus jedem Mitarbeiter können wir etwas machen. Unsere leitenden Mitarbeiter waren alle Lehrlinge bei uns und sind durch Leistung in die Position gekommen. Und wenn Habeck sich bei mir bewerben würde, jetzt fiktiv gesagt, dann müsste er zeigen, wo er seine Stärken hat. Dann wird er darin eingesetzt. Ja. Und wenn er was leistet, darf er auch bleiben. Und wenn er nichts leistet, hat er die Probezeit nicht bestanden.
Und wo würden Sie ihn einsetzen? Was denken Sie so vom Profil her? Wir haben ihn ja alle ein bisschen beobachtet. Ich habe mich jetzt mit Herrn Habeck nicht so sehr beschäftigt. Ich sage jetzt mal, vielleicht im Marketing. Also ich könnte ihn jetzt nicht in die Technik. Ich kann nicht beurteilen, welche technischen Verständnis oder ob er nähen kann oder ob er das kann. Ja, ja. Ich habe es jetzt. Wie war die Frage genau? Wie Sie auf VW und auf die VW-Krise schauen, auf das Verhältnis Verantwortung Manager und das, was sich da tut. Sie dürfen jetzt VW, ja, ein Milliardenkonzern, ja, Sie dürfen Sie nicht mit Trigema vergleichen. Ich habe immer gesagt. Aber die Prinzipien vielleicht. Ja, die Prinzipien sind ganz anders, weil dort sind tausend Leute, die entscheiden und keine und nicht verantworten und nicht haften müssen. Verstehen Sie? Und bei uns muss man gerade stehen. Auch der Mitarbeiter muss theoretisch für das, was er tut, auch irgendwo gerade stehen. Der muss nicht haften, aber er muss irgendwo gerade stehen und wird dafür verantwortlich gemacht. Das ist nicht zu vergleichen. Ich habe immer gesagt, meine Firma Trigema kann so groß werden, solange ich sie noch voll überblicken kann und alles prüfen und alles verantworten kann und die volle Haftung übernehmen kann. Und damit habe ich keinen Betrieb in Amerika, weil der würde mich ja anlügen, wenn er ein Problem hat und mir das so lange vertuschen, bis das Problem so groß ist, dass es schwierig wird. Und deshalb sage ich, ich muss hingehen und sagen, das läuft falsch und muss das sehen. Und deshalb sind wir ein mittelständisches Unternehmen, haben die volle Verantwortung und die volle Haftung. Und was mich wundert, ist nur, dass in unserem angeblich so tollen Rechtsstaat, den angeblich der Chinese nicht hat, verstehen Sie, ist, dass ich mit voller Haftung die gleiche Steuer bezahle wie jeder, der nicht haftet. Vollkasko und Selbstbeteiligung ist gleich. Da macht jeder Vollkasko. Und wir brauchen die Verantwortung zurück in unsere Gesellschaft. In die Unternehmer, aber auch in die Familien. Die Eltern haben die Verantwortung für die Kinder. Und wenn 13-Jährige andere umbringen und da nicht mal die Eltern genacht werden, dann sage ich ganz offen, was ist mit unserem Staat los, der im Prinzip das alles geschehen hat. Die Verantwortung in unserer Gesellschaft muss zurück und da müssen Vorbilder sein, Politik, Unternehmer und die Familien müssen die Vorbilder sein, dann wird die Welt wieder geordneter. Ja, wenn der sich nicht mal aktiv wirklich noch irgendwann jetzt, wo er sich aus Trigema zurückgezogen hat, an der Politik aktiv beteiligen wird, das lasse ich mal dahingestellt. Was meint ihr, Leute? Würde er sich eventuell, er ist ja eher CDU-Sympathisant leider, noch aktiv in der Politik engagieren bei der CDU? Als konservativ Bodenständiger könnte er ja eventuell die CDU oder der CDU die richtigen Impulse geben. Ich bin mir da jedenfalls unsicher. Schreibt ihr aber mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr das Video über den Wolfgang Grupp schon gut gefunden habt, ich verlinke euch hinten im Abspann noch ein anderes Video vom Grupp. Da dreht er richtig auf. Müsst ihr euch auch unbedingt angucken. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass gerne ein Abo da, damit du keine folgenden Videos mehr verpasst. Ich bin Philipp von Politik im Fokus. Bis dann. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.